Bei den Zwischenwahlen haben in vielen US-Bundesstaaten schon vor dem Wahltag mehr Bürger gewählt als bei der Wahl 2014. Dabei hat Twitter etwa 10.000 Konten gesperrt, in denen zum Boykott der sogenannten Midterm Elections aufgerufen wurde. US-Präsident Donald Trump unterstrich in seiner Rede im US-Bundesstaat Montana die gute wirtschaftliche Lage. Das ist die wichtigste Wahl in unserem ganzen Leben. Diese Wahl entscheidet darüber, ob wir den außergewöhnlichen Wohlstand, den wir erreicht haben, weiter aufbauen oder ob wir die radikalen Demokraten den Kongress übernehmen lassen und unsere Wirtschaft und unsere Zukunft mit einer riesigen Abrissbirne zerstören lassen. Trumps Vorgänger Barack Obama war vor der Abschlusskundgebung in seiner Heimatstadt Chicago im US-Bundesstaat Georgia. Er sagte: Am Dienstag können Sie für eine anständige Politik stimmen, eine ehrliche und gesetzmäßige Politik, die das Richtige für die Menschen tut. Laut Umfragen kann Obamas Demokratische Partei die Mehrheit der Sitze im Repräsentantenhaus erreichen. Dort werden alle Sitze neu vergeben. Zugleich werden 35 der 100 Senatoren neu gewählt.